Oracle Cloud File System ist ein Marketingname. Das Ding hat nämlich am Anfang beim Einführen wie geheißen? ACM Cluster File System ACFS, genau. Mit der Änderung auf den Marketingnamen, eigentlich sogar Release davor, hat Oracle dann auch noch was ganz Unangenehmes gemacht, nämlich ACFS war gratis, wie es rausgekommen ist. In der ersten Patch-Release drauf, im ersten Service-Pack drauf, ist es auf einmal kostenpflichtig geworden und im nächsten Service-Pack drauf haben sie es dann umbenannt. Damit es ja ganz klar ist, dass es jetzt was kostet. Woraus besteht es? Einerseits aus dem Dynamic Volume Management und andererseits eben aus dem ASM Cluster File System. Abhängig von der Plattform bietet das ACFS verschiedene Funktionalitäten. Ja, Linux ist immer ganz vorne, wenn es um neue Features geht. Ja, so ist zum Beispiel die erste Release überhaupt nur auf Linux gelaufen. Ja, dann hat Linux als erste Version Snapshots gekonnt. Ja, dann war Linux die erste Plattform, wo es dann Retriable Snapshots gab, ja, und wo Snapshots repliziert werden konnten. Und alle anderen Plattformen, wobei alle anderen sich in Grenzen hält, wo gibt es das noch? Solaris, AX und Windows, und damit sind wir auch schon fertig, ja, sind immer ein bisschen hinterher. Genauso jetzt. In der aktuellen Version gehen viele dieser Features nur auf Linux einmal und kommen wahrscheinlich mit der nächsten Release dann auch für die anderen Plattformen. Ja, was sind die neuen Features? Ich kann ja schon von Anfang an jedes Verzeichnis auf einen Server, wenn ich will, über NFS freigeben. Da kann mich ja keiner hindern. Ne? Was ist nur das Problem, wenn ich ein Cluster habe und das File-System wird auf eine andere Node gefehlt, dann ist meine Freigabe für die Fisch, weil die zeigt immer noch auf ein Verzeichnis, wo da nichts mehr ist. Das ist dann leer. Ne? Daher eingeführt. Ich habe jetzt sogenannte High-Availability NFS. Da wird die NFS-Konfiguration von der Cluster-Software gewartet. Ja, das heißt, ich definiere im Cluster einfach für das ACFS-File-System, das dorthin gemountet ist, machen wir eine High-Availability-IP-Adresse, also virtuelle IP-Adresse und High-Availability-NFS. Und wenn ich eben das File-System fehle auf einen anderen Knoten, dann wandert es einfach mit. Das nächste, ich verstehe nicht, wozu man es braucht, aber es ist halt jetzt da. Ich habe die Möglichkeit, Datenbank-Files ins ACFS reinzulegen. Ja, wo liegt die Datenbank sonst, wenn ich ASM habe? Naja, in einer ASM-Diskgroup native. Ja, was für einen Vorteil hat es? Die Datenbank schreibt direkt, die Datenbank-Prozesse schreiben direkt durch auf die Devices, auf die LUNs, volle Performance. So, jetzt mache ich was. Ich sage einmal, ich mache ein Volume im ASM. Das ist noch nicht performance-kritisch, das ist halt nur File im ASM. Dafür gibt es jetzt auf dem Betriebssystem mit dem ADVM ein LUN, auf der ich dann ACFS draufsetze. So, wenn ich jetzt dort reinschreibe, passiert was? ACFS ist beschäftigt, ADVM ist beschäftigt, die ASM-Instanz ist beschäftigt, weil das ADVM schreibt nicht selber, das geht über die Instanz. Das heißt, die beschäftigt einfach eine Horde von Prozessen, von Sachen, die CPU-Zyklen verbrauchen, damit meine IOs zu machen. Ja, wenn man unbedingt meint, man fährt einen Porsche prinzipiell mit Anzug einer Handbremse und nur im ersten Gang, ist auch okay. Ja, es geht technisch. Ich sehe die Notwendigkeit nicht, weil hat jetzt so lange im ASM funktioniert, warum wollen wir es jetzt unbedingt in ein File-System reinlegen? Aber es geht jetzt zumindest. Das heißt, ich kann Database-Files auch in ein ACFS hineinlegen. Das nächste, Snapshots. Snapshots, wissen wir alle, was das ist? Ja, wer war denn der Vorreiter von der Technologie? Die NetApp und dann das ZFS. Ja, und dann sind alle anderen gekommen. Snapshots ist, wenn man so will, eine Momentaufnahme. Ja, das heißt, alles, was danach geändert wird, ist im Snapshot nicht mehr enthalten. Mit der Einführung von Snapshots im ACFS war ein Limit von 63 Snapshots da. Und die waren am Anfang alle nur read-only. Es gab dann die Möglichkeit, irgendwann Snapshots auf read-write zu konvertieren. Das konnte ich nutzen, um Datenbanken zu klonen. Und jetzt das ganz Neue ist,
ich habe die Möglichkeit, Snapshots von Snapshots zu machen. Ja, aber wieder, ich bin auf 63 gefangen. Das heißt, vom Original darf es maximal 63 Snapshots geben, egal in welcher Konstellation. Ja, das heißt, mit dem Konvertieren auf Read-Write könnte ich dann irgendwas klonen und von dem Geklonten dann wieder Snapshots fahren. Und das ist vielleicht das Einzige, wo man sich überlegen kann, dass inhaltlich zwar performancemäßig schlecht, aber eine einfache und schnelle Lösung wäre, Sie haben irgendeine Testdatenbank oder irgendeine Entwicklungsdatenbank und Sie wollen jetzt dort irgendwas testen, aber die Entwickler sollen weiterarbeiten können. Oder die Tester sollen weiterarbeiten können und Sie wollen zum Beispiel Upgrade testen. Ja, dann könnt ihr was machen, wenn die Datenbank im ACFS liegt. Ihr könnt eben einen Snapshot bauen, also Datenbank-Backup und Snapshot bauen, den Snapshot wieder reinsetzen, eher mit einer anderen Instanz mounten und upgraden. Das wird technisch gehen. Ob ich das unbedingt im ACFS machen würde oder nicht, vielleicht doch lieber in der Storage unten. Also ich würde es in der Storage unten machen. Aber prinzipiell technisch geht es. Ganz neu ist Auditing. Bis jetzt war Information bestenfalls in irgendwelchen Logfiles, war Log irgendwo. Ja. Oracle hat mit der Version 12 für die Datenbank das Unified Audit ausgerufen und hat fast 1:1 dasselbe auch fürs Cloud-File-System ausgerufen. Das heißt, im Cloud-File-System selber, in einem Bereich, wo keiner zugreifen kann, werden jetzt alle relevanten Sachen mitprotokolliert. Ja? Wer hat es angelegt, wer hat es gemountet, wer hat es unmounted, wer hat es gesnapshottet und so weiter, das wird mitprotokolliert und ich kann mir die Information anschauen. Ja? Und ich kann sie nicht einfach als Administrator löschen, weil Warlock Messages, mache einfach was, schmeiß mir das File weg, fällt eh keiner auf. Ja? Kann nicht mehr. Das heißt, es gibt da wieder das Zwei-Rollen-Konzept, es gibt den Administrator, der richtet es ein und schaltet es frei. Es gibt einen Security-Administrator, der kann es anschauen und kann bei Bedarf auch sagen, Purge, also einen Teil weglöschen, wobei bestimmte Aktionen immer drin bleiben. Genauso wie bei der Datenbank. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, das vielleicht ja, für manche Sicherheitsfanatiker entsprechend zu protokollieren. Ja, und last but not least, bessere Cluster-Integration. Was meine ich damit? Das ACFS war bis jetzt nicht wirklich integriert in den Cluster. Es gab nur eine einzige Ausnahme, dann, wenn ich ein Oracle Home im ACFS drin liegen hatte, ja, habe ich es über einen Umweg registriert, damit er das mountet, bevor er versucht, die Datenbank zu starten. Ja. Aber so wirklich eine Cluster-Ressource war das nicht. Und das ist jetzt anders. Alles, was Cloud-File-System ist, ist jetzt Cluster-Ressource und kann somit entsprechend verwendet und verwaltet werden. Ja, Beispiel dafür, ja, ACFS mit HANFS. Wenn wir hinsetzen, was machen wir? Wir melden uns am ASM an und sagen dort, aber Discope ACFS, ja. Wir kreieren ein Volume, ACFS Volume 1 mit einer Size von 200 M. Dann schauen wir nach, dann werden wir es am Betriebssystem sehen, auf /dev/ASM, gibt es eben das ACFS Vol, ja, da ist es, mit einem Minus und einer Zahl. Was hast denn die Zahl dahinter? Im ASM, in den Metadaten, bekommt jedes File eine aufsteigende ID. Das ist die zufällige ID, die aus den ASM-Metadaten kommt. Würde ich das jetzt wegschmeißen und neu anlegen, hätte es eine höhere Nummer. Darauf baue ich mir jetzt das ACFS-Filesystem. Mach mir auf allen Knoten einen Mountpoint, wo ich es hinmounten kann, weil wir es ja fehlen lassen können. Und dann sage ich Add Filesystem und damit mache ich mir Cluster-Ressourcen. Add Filesystem. Dieses Device auf diesen Mount Point. Ja. Und wenn ich starte, wird was passieren? Das wird einfach gemountet. Wenn ich dann nachschaue mit Mount, ja, sehe ich brav, das Volume ist auf das gemountet. Und das kann ich auf jeden Knoten anschauen, weil ich habe keine Einschränkung gegeben. Ich könnte beim Anlegen vom File-System nur einschränken, nur in der Category of Server oder nur auf den Servern. Ja. Das habe ich nicht getan, somit auf allen.
Nächster Schritt. Ich brauche eine IP-Adresse, damit ich eben dieses HANFS betreiben kann. Das heißt, ich lege eine neue IP-Adresse an. Dafür hat Oracle eine eigene VIP-Klasse, die heißt HAVIP, High Availability VIP. Ist jetzt nichts anderes als eine spezielle VIP, die nur fürs HANFS verwendet wird. Ich kann genauso normale VIPs anlegen, aber das ist eine, die quasi Marshall hat, du bist für HANFS. Und dann gibt es eine weitere neue Ressourcetyp, das ist ExportFS. Das ist, wenn man bei NFS was freigibt, ne? etc. ExportFS, und da trage ich eben ein, für diese HA-VIP, der Pfad soll mit dem Namen exportiert werden, Optionen read-write, ne? also mit darf schreiben, Clients, alle die im Example.com-Netzwerk sind. Das ist genau dasselbe Ding, was ihr im etc. ExportFS-Eintrag kennt. Ja, eben entweder mit Domain oder mit IP-Adress-Ranges, beides geht. Man startet das Ganze, ja, und schaut es mal an. Und sagt da ganz brav, ja, ist enabled und ist exportiert im Moment auf dem Knoten. Und würde der Knoten aus irgendeinem Grund fehlen, würde es automatisch auf einen anderen Knoten umspringen. Oder ihr könnt es mit Relay-Raketen.